Hallihallo, liebe Susanna, schön, dass du wieder da bist zu unserem heutigen Gespräch. Und heute haben wir ein tolles Thema, was du mitgebracht hast. Es gefällt mir richtig gut. Und zwar, wenn Meinungen aufeinanderprallen, dieses schöne Recht haben wollen Ja, mit schön. deiner Meinung. Schön. Und das finde ich so toll, wenn du mal anfangen würdest, darüber zu sprechen, was du erfahren hast und was du sehen konntest, weil auch das ist ja nichts anderes wie die drei Prinzipien in Aktion. Aber So dann ist es. gucken wir gleich noch ein bisschen näher rein. Schön, ich freue mich. Danke. Ist natürlich ein bisschen peinlich, weil ich, also peinlich. Also, wie ich das erst erzählt habe, mein Ex-Freund hat immer so gesagt, er möchte lieber mit mir streiten, was auch immer das in seiner Meinung war, als mit mir zu diskutieren. Weil da ist es ziemlich oft persönlich geworden. Und Auslöser, warum ich jetzt dieses Recht habe, ich habe zwar immer wieder diesen Spruch gehabt im Kopf, willst du recht haben oder glücklich sein, aber mit den drei Prinzipien in Aktion, das zu sehen, dass das einfach passiert. Und es passiert mir viel weniger mit meinem Bruder zum Beispiel. Ich habe früher, ja, wir sind immer in Diskussionen gekommen und ich habe gespürt, wie es in mir wallt, dass er das überhaupt nicht versteht, wie ich das sehe, meine Welt. Ja. Und mittlerweile kann ich da schon ganz gut, dass ich einfach auf diese Themen nicht mehr eingehe mit ihm, weil ich seine Meinung. Und gestern ist mir passiert wieder, bin ich wieder voll in diese Falle geraten. Aber ja, also ich war mit meinem Sohn in einer Ausstellung und da gab es ganz viel zu sehen. Es war eine Ausstellung, die Geschichte von Österreich, von der Ersten Republik. Okay, Geschichte. Wir haben ja alle unsere Geschichten und diese Geschichte. Und dann haben wir es uns angeschaut und irgendwann sind wir dann zusammengetroffen und ich habe so meinen Gedankengang ihm mitgeteilt und gesagt, ja, eigentlich geht es uns jetzt besser als früher. Selbst also in Österreich oder Europa. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und jedenfalls hat er das dann anders gesehen. Und dann sind wir eben plötzlich in so einen Diskurs gekommen. Und ich habe auch schon wieder gespürt, oh, da braut sich in mir was herum. Warum glaubt ihr, hört ihr mir nicht hin? Und also es hat keiner mehr dem anderen zugehört. Und dann ist so dieser Gedanke gekommen, okay, was passiert da gerade jetzt? Will ich das wirklich? Will ich jetzt wirklich da so eine ungute Stimmung zwischen uns bringen? Und dann ist mir bewusst geworden, ja, das ist meine Meinung und er hat seine. Und die war ja nicht falsch, die war nur anders. Beziehungsweise es war seine Meinung. Und dann ist plötzlich so eine Erleichterung gewesen, das einfach zu sehen, was da gerade passiert ist. Wieder dieses, ich will Recht haben, du willst Recht haben. Und im Prinzip waren es zwei wertvolle, interessante Meinungen und die nebeneinander stehen zu lassen. Und wir haben es dann lassen und dann war ein wunderschöner Tag. Wir sind dann noch essen gegangen, haben dieses Thema nicht angegriffen, weil es bringt jetzt in dieser Situation nichts. Ja? Und es war ein wunderschöner Tag. Wir haben das Essen genießen können, die Sonne, herrlich. Aber ich weiß, wenn ich das so in früher hätte, es Wellen geschlagen und wir hätten im Kopf dann das noch persönlich genommen, du bist ja blöd und so weiter und er vielleicht Mutter, weiß schon wieder alles besser. Diese ganzen Geschichten. Und Gott sei Dank, es muss nicht sein, es kann so schnell vorbei sein, wenn ich mir bewusst mache, oh, Prinzip Denken am Werk. Ja, recht haben. Wundervoll, wundervoll, wie du das sagst, weil es ist wirklich auch im Angebot, konfliktfreier zu werden im Leben, konfliktfreier
wenn wir mehr in die Richtung von diesen drei Prinzipien gucken, wie wir wirklich funktionieren, wie sich Erfahrungen vom Leben erschaffen, wie das alles da ist. Und das macht so viel Ruhe und das macht so viel, ja, wie du schon erzählst. Und der Tag ist nicht versaut, man streitet sich nicht, man ist nicht auseinandergegangen, sondern man sieht einfach, ah, da guckt mein Sohn durch seine Meinungsaugen und du siehst durch deine Meinungsaugen. Das ist ja das, wo wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, mit unserer Brille, wie wir Dinge sehen. Und jeder sieht anders. Jeder sieht anders, weil jeder auch eine andere, ja, Brille auf hat oder auch in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen sind, wenn der Fahrstuhl mal rauffährt und mal runterfährt. Das da auch mitzukriegen, dass da auch noch eine große Rolle spielt. Ne? Und wir aber trotzdem total okay sind. Alle total tiefen okay sind. So spannend, so schön. Und jetzt, wo du das sagst, fällt mir so ein, ich wollte unbedingt, dass ihr auch meine Brille aufsetzt. Ja. Aber das geht nicht. Wenn der Bewusstseinsaufzug unten ist, sieht man nur mehr durch seine Brille. Und wie ich das erkannt habe und das losgelassen habe, war das Thema frei. Und ich bin dann, vielleicht hat ihn auch dann im Nachhinein, wo das entspannt ist, auch meine Brille sehen können, weil ich habe auch dann seine Brille sehen können. Also seine. Aber in dem Zustand, wenn man da in diesem, ich war recht, in dieser Diskussion ist, ist mein mit dem Bewusstseinsaufzug ganz unten und kann den anderen nicht wahrnehmen. Aber dadurch, dass dann von automatisch, also sich, wenn wir erkennen, wo wir gerade stehen, dass wir unten stehen und gerade mit irgendwas kämpft, ja, was gar nicht da ist, ja, im Prinzip Krokodile. Ja, und das ist so schön, das ist so menschlich, das ist auch so menschlich, immer mal wieder, wie du sagst, reinzufallen und manchmal sieht man es nicht und manchmal sieht man es, aber alleine schon das Angebot zu haben, dass man sehen kann, dass es weniger wird, dass es konfliktfreier wird, das Leben auch konfliktfreier wird, ist so ein Geschenk, das macht so ein leichtes Leben. Nicht, dass das Leben im Außen leichter wird. Also es sind ja genau solche Umstände noch da wie vorher auch. Aber weil du anders siehst, weil du es anders weißt, wie es funktioniert, ist es überhaupt kein Vergleich mehr. Ist es einfach anders. Ich finde es so schön, wie du das mit dieser Meinungsbrille die erwähnt hast. Ich denke mir, das ist jetzt super, weil wir haben immer Brille an. Auf. Ja. Und das ist auch so, ja, diese persönliche Brille. Ja. Aber das Verständnis, dass das so ist, dass der drei Prinzipien, dass da die Meinungsbrille, das Denken passiert und ich aber die Wahl habe, zu sehen und plötzlich verschwindet diese Brille. Und dann wird viel mehr sichtbar, obwohl man keine Brille mehr auf hat, ja. So. Und das, dafür bin ich so, so dankbar, weil ich muss nicht mehr in jeden Diskussionspunkt, wo ich glaube, so recht zu haben. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr recht habe, aber ich muss nicht mehr das in dem Moment rüberbringen, sondern ich sehe den anderen dadurch ganz anders und sehe auch seine Brille und neutral, bewertungsfrei. Und ich sehe den Menschen mit allen drum und dran. Ja, das ist weil es ist aus gutem Grund und muss mich dafür nicht schlecht machen und ihm nicht schlecht machen, sondern so schön, ja, diese Brille hier und da auf, abzunehmen. Und im Prinzip, wenn ich die Brille auf habe, sehe ich es ja nicht, dass ich die Brille habe, weil ich sehe ja nur durch diese Brille. Ja. Aber es kommt dann immer mehr, da bin ich so, so dankbar, plötzlich so dieser frische Gedanke, hey, was ist jetzt los? Und dann, da ist eine kleine Lücke und dann ja, kommt dieser frische Gedanke. Ja,
Und sobald der frische Gedanke kommt, hast du losgelassen. Da brauchst du dich, weil loslassen ist ja kein Tun. Loslassen ist ein Geschehen vom Sehen. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Und du erzählst es ja in Aktion, nachdem du dann gefragt hast, alleine schon, oh, was ist gerade hier los? Und du das bemerktest, dass es ins Persönliche rutscht, konntest du sehen und damit war das andere aufgelöst. Und dadurch war die Stimmung wieder so, dass ihr gut miteinander und noch essen gehen konntet und die Zeit genießen konntet. Ja. Und das ist so ein Geschenk, das ist so ein Geschenk. Und das ist auch, ich finde, das ist jede Minute wert, die man sich wirklich damit beschäftigt, was denn oder wohin die drei Prinzipien zeigen möchten. Weil die drei Prinzipien sind ja nur eine Metapher. Es ist eigentlich eine Metapher. Und damit man einfach auch in eine Richtung guckt, die ja nicht flussabwärts ist, wo alle Pakete schon runterschwimmen, sondern wir gucken, von wo kommen denn die Pakete überhaupt? Von wo kommen die? Aus der formlosen Energie, dann in die Form. So wie dein frischer Gedanke aus der formlosen Energie in die Form, in dein Denken gerutscht ist als frischer Gedanke und dadurch das Alte losgelassen worden ist und eine neue Perspektive sich aufgemacht hat, ein anderes Bewusstseinsniveau sich aufgemacht hat. Und dann, da brauchen wir uns nicht für anzustrengen. Ja, ich kenne ja viele Zeiten auch, wo jemand dran arbeitet, loszulassen, dran arbeitet, ein anderes Bewusstseinsniveau zu kriegen und. Es geht nicht ums Arbeiten. Wenn du die drei Prinzipien, wenn du schaust, wo die drei Prinzipien hinweisen und es nicht unbedingt als Konzept wieder nimmst, das passiert auch schon mal, gar keine Frage. Letztendlich aber das siehst, alles ist Gedanke, alles ist Geist und alles ist eins, wir sind nicht getrennt. Nur wir haben noch ein persönliches Denken, einen menschlichen Geist, der schon in der Form ist, von dem, was wir gelernt haben, in unserem Brain, diesen biologischen Computer, wie wir immer wieder sagen, der abspeichert, auch Dinge abspeichert, die eigentlich aus der formlosen Energie ja kommt. Weil ohne diese formlose Energie, die Schöpferkraft, die Essenz aller Dinge, könnte das überhaupt nicht funktionieren. Würden die Synapsen überhaupt nicht schalten? Sag ich jetzt mal so übertrieben. Ja, die Synapsen werden angeregt vom göttlichen Geist. Wenn einer das Wort göttlich nicht mag, dann vom Quantenfeldgeist. Also du kannst es bezeichnen, wie du willst. Aber wir sind mehr wie unser Körper. Wir sind mehr als nur unser Denker. Aber unser Denker meint, wir sind der und der. Wir haben die Labels, wir haben die Etiketten. Wir sind, ja, ich sag jetzt mal, wir sind Annette mit roten Haaren, Sommersprossen und die, ja, die sehr steif ist und die morgens nicht gerne aufsteht. Und da gibt es diese ganzen, die ganzen Etiketten, ja. Du kannst, du kennst die Etikettenmaschine von den Lebensmittelgeschäften. Du kannst dir so viele Etiketten auf deinem Körper draufpacken, so viele Etiketten hast du dir selber gegeben. Und letztendlich sind wir aber nicht der mit den ganzen Etiketten. Ja. Und darum sagen ja viele 3P-Practitioner und ich erlebe das immer mehr, immer öfter. Es ist unendlich, weil das, was wir wirklich sind, ja, das ist das Gefühl kommt dorthin. Ja. Und wenn diese Brillen, und um das geht es nicht, zu den Worten zu hören, die Worte führen dazu, aber dass man dieses Gefühl, was man abseits der Etiketten, ich sehe jetzt gerade lauter Pickeln auf mir picken, ja, dass da was anders ist und das ist jetzt nicht mehr intellektuell zu erfassen, sondern da steigt der Intellekt aus, aber es ist ein Gefühl. Dieser Moment, wo mir klar wurde mit meinem Sohn, hey, was spiele ich denn da ab? Das war so ein Gefühl von Ankommen, so von
Weite. Und um das geht's. Also da muss ich mich selber immer wieder erinnern, auch dieses Gefühl, will ich jetzt Recht haben oder will ich mich größer fühlen? Ja. Das heißt jetzt nicht größer, ja, aber weiter, heller, größer. Ja, ich weiß, was und du. Da kommen dann ganz frische, ja, da ist das Leben wieder lebendig. Ja, ja. Das ist so schön. Ja, und es hört wirklich auf, dieser Kampf hört auch auf, weil dieser Kampf ist natürlich auch anstrengend. Ne? Viele Menschen, wir haben ja auch schon mal über Energie gesprochen, ja. Das raubt natürlich viel Energie. Solche Kämpfe rauben Energie, weil es nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dieses Gefühl zu haben, hinter diesen Worten zu hören und zu sehen und drin zu sein und zu baden. In diesem Raum, der wir wirklich sind, vor den Worten. Und den merken wir immer wieder, wenn wir Wahrheit spüren, dann, wie du das so schön erklärst, dann spürst du diese Weite, diese Leichtigkeit, diese Wärme oder wie du es auch benennen magst. Aber du merkst es, diese Wahrheit merkst du. Mhm. Ja, und die liegt hinter den Worten oder beziehungsweise nicht hinter den Worten, sondern vor den Worten. Mhm. Dieser Raum genau, vor den Worten. Und wir können dann nur hinweisen, aber die Freiheit liegt drin, das selbst zu erfahren. Und das finde ich immer so großartig. Da gibt es kein Geheimrezept, wie du das erfahren kannst. Ich meine, hinweisen, einfach zu schauen. Und dann diese Augenblicke und dieses Bemerken. Wir gehen oft über das hinweg, weil wir viel zu sehr da oben sind. Denken geht nicht beides gleichzeitig. Ja, und wir haben ja auch eine Gruppe, da machen wir dieses Erforschen, Experimentieren miteinander, untereinander. Ja, weil alleine das Teilen, wer was, wann, wo gesehen hat, macht ja was mit uns. Wir spüren ja immer mehr diese Wahrheit. Und das, was wir spüren, ist letztendlich die Wahrheit. Nicht das, was wir als Wissen, als Glauben, als Glaubenssatz oder sonstiges einfach nur abgekauft haben. Ja. Sondern das, was wir selber gesehen haben, realisiert haben. Das Wort sagt es schon, realisieren. Ne? Sondern sehen und hören auf einer anderen Ebene. Was automatisch passiert, weil da kannst du dich nicht hindenken zu. Das ist natürlich für so einen Denkerkopf, für so einen intellektueller Kopf eine Herausforderung. Da loszulassen und nicht noch sich da reindenken zu wollen. Ja, nicht der Verstand lässt nicht los. Nein. Der lässt nicht los. Aber loslassen passiert dann. Genau, so wie du. Und es passiert immer. Der Verstand lässt nicht los. Den können wir füttern und sonst. Ja. Aber es passiert zwischendurch. Und das zu bemerken, dass sich Gedanken verändern, das ist so heilsam. Das ist wirklich heilsam. Und erquicklich. Ja, die Freiheit liegt im Gefühl. Sehr schön. Das würde ich jetzt auch als Schlusswort wieder gerne halten. Es ist heilsam, das Gefühl der Wahrheit. Und dann laden wir wieder alle Menschen oder Zuhörer ein, selbst zu gucken, selbst zu experimentieren von dem, was wir hier erzählen, ob das wirklich sein kann, in seinem eigenen Leben zu gucken und zu bemerken. Und in diesem Sinne sage ich wieder herzlichen Dank, liebe Susanna, für unser Gespräch. Und wir sehen uns zur nächsten Gruppensitzung, also was heißt Sitzung, also zum Treffen, zum Austauschtreffen, für die alle tiefer gucken möchten noch. Und bis dahin. Namaste. Namaste, danke dir. Danke.